grundsätzlich muss man erstmal sagen, der Filmpark hat mit den Horrornächten einen unglaublichen Maßstab gesetzt. Und wir sind im Prinzip fast schon gezwungen, uns jedes Jahr ein Stück weit, nicht komplett neu zu erfinden, aber ein Stück weit neu zu erfinden. Das generelle Thema bleibt immer die Horrornächte. Das ist ein Thema, was nicht nur zeitlos ist, sondern immer auch schaurig schön. Die Show ist aber immer ein gewisser Aufhänger für alle, sozusagen sich nochmal so richtig auszutoben. Und wir haben in den vergangenen Jahren oft sehr stuntlastige Shows gemacht und sind in diesem Jahr wieder dazu übergegangen, doch mal mehr mit Licht zu arbeiten, mit Ton zu arbeiten, mit den klassischen Filmelementen zu arbeiten und auch mit viel Tanz zu arbeiten. Eine Story, die nochmal ein Stück weit anders ist. Aber im Grundthema bleibt sie natürlich immer dieser Horrorstory im Gesamten treu. Zombies, die die Welt erobern, ist ein Klassiker. Ich muss sagen, ich bin jetzt nach dieser Generalprobe noch tiefenentspannter auf die 10 Nächte, die vor uns liegen. Und es ist eine große Freude. Und alle Beteiligten zu sehen, wie sie sich hier so unglaublich reinbringen in diese ganze Thematik, alle Abteilungen im Filmpark, das ist was ganz Besonderes. Und das macht die Horrornächte auch zu dem, was sie eben sind. Meiner Meinung nach die geilsten Horrornächte in Deutschland. Unbestritten. Und sie verwandelte Städte in Gangsterstädte, Familien in Überlebende und Überlebende in Gangster. Bis jetzt! Also letztlich diese wunderschönen Elemente wie Licht und vor allem natürlich Feuer und auch die Explosionen und auch diese Vibrationen, die man dann im Publikum spürt, sind natürlich elementare Kräfte, mit denen wir immer gerne arbeiten. Und Feuer im Vulkan ist sozusagen fast schon ein Pflichtprogramm. Ja, und wir versuchen das natürlich immer wieder in diese Shows mit einzubauen und sozusagen der Show einen neuen Charakter zu geben. Und André Baranow, unser künstlerischer Leiter, ist wirklich ein ganz exzellenter Mensch mit einem ganz großen Feingefühl für Szenik, für Thematik. Er ist letztlich auch die für mich immer noch die absolute Integrationsfigur, die Horrornächte ausmacht. Bei allen vielen anderen Leuten, die daran teilhaben. Ich habe jetzt bewusst nur ihn mal erwähnt, weil er letztlich das Ganze mit seinem Enthusiasmus und seiner Leidenschaft und dem, was er rüberbringt, halt lebt. Natürlich geht das niemals ohne ein Team. Und das Team, was hier den Filmpark sozusagen ausmacht, ist gerade bei den Horrornächten unglaublich eng beieinander und sorgt dafür, dass diese geile, sehr intensive Atmosphäre hier in dieser, nicht nur im Vulkan, sondern in der gesamten, auf dem gesamten Gelände sozusagen entstehen kann. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, wir machen natürlich jedes Mal so ein bisschen, wir wollen das Gefühl vermitteln, dass es jedes Mal etwas Neues ist, obwohl das Thema eigentlich immer das Gleiche bleibt. Und ich glaube, das ist uns extrem gut gelungen. The show must go on, ja. Und das Horrorthema ist so allgegenwärtig, dass wir wissen, dass wir damit absolut eine Punktlandung landen werden. Es gibt immer Wünsche von Gästen, auch aus dem Team heraus. Davon lebt das Ganze auch. Also die Horrornächte sind etwas, wo eben das gesamte Team sich einbringt. Und wir auch für alle Ideen immer offen sind. Auch von Gästen, die seit vielen Jahren kommen. Auch welche, die neu dabei sind. Und natürlich, wenn man was weglässt, kommen welche, die sagen, oh Mensch, schade, warum gibt es das nicht mehr? Auf der anderen Seite freuen sie sich, wenn was Neues dabei ist. Für uns ist so ein Dialog auch mit den Horrorfans und mit der Horror-Community, aber auch mit den Mitarbeitern und auch den Monsterdarstellern. Und wir haben extrem tolle Darsteller, klassische, die lange dabei sind, neue Leute dabei. Es ist eine super geile Mischung und die machen diese Nächte zu einem unvergesslichen und einmaligen Erlebnis. Immer wieder.
auf jeden Fall auf die Show. Ja, da will ich auch nicht weiter viel verraten, sondern die muss man erleben. Dann haben wir diverse, sag ich mal, neue Maces etabliert. Mein absoluter Liebling ist der Lost Paradise Park. Ja, wir haben unser geliebtes Panama umgewandelt in einen verlassenen Freizeitpark. Man munkelt, dass dort die ein oder anderen Gäste einfach so verschwinden. Also es ist ein super geiles Teil. Ansonsten haben wir viele Maces aufgebaut. Wir haben im Prinzip auch eine monsterfreie Zone geschaffen, wo man einfach sich dann kulinarisch verwöhnen lassen kann. Es ist das Gesamtpaket. Nochmal, wir wären nicht der Filmpark, wenn wir uns nicht jedes Mal aufs Neue Maces auch angucken, also Horrorlabyrinthe, die Bestand haben, die toll sind und die immer wieder auch adaptieren, immer wieder anfassen. Egal, ob das im U-Boot ist, ob das in der Caligari-Halle ist, ob es die Monsterzonen sind. Diese werden immer wieder, und das ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt, durchchoreografiert. Wir haben Schauspieltrainer, die mit den Monstern sozusagen üben und das Ganze sozusagen noch perfekter machen, als aus meiner Sicht ohnehin schon ist. Und wir sagen immer, das ist das größte Impro-Theater der Welt. Ja, auf einer Bühne an 10 Tagen, wo ein unglaublich Spektakel abgefeiert wird. Und alleine aus dieser Energie, die da drin ist, aus diesen ganzen Menschen, die da mitarbeiten, ist es etwas, ja, unbeschreiblich Besonderes.